Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac Rebirth in der God Mode. In der letzten Folge haben wir eine Challenge gemacht und zwar war das die Magnet Challenge und deswegen gehen wir jetzt einfach chronologisch weiter mit der Wings Challenge. Wir werden also der Ringhüter. Das heißt, wir sind jetzt der Lord of the Wing. Der Herr der Ringe sozusagen. Und okay, wir sehen schon, was diese Challenge sein wird. Wir werden mit unseren Fliegen angreifen müssen. Oh ja, wir haben ganz schön viele Fliegen. Wir sind also ein Fliegenlord auf jeden Fall. Die auch noch stärker geworden sind, weil wir BBF haben dabei. Und wir haben wieder Bloody Trail, was wir irgendwie immer haben in den Challenges. Fragt mich nicht wieso, irgendwie mag der Moddarsteller das anscheinend. Und wir können fliegen durch dieses eine... durch dieses Strickding, das wir eigentlich gar nicht bräuchten. Aber okay, vielleicht einfach, das ist wahrscheinlich einfach nur zur Deko da. Ja, okay, stelle ich mir... Mal gucken, wie diese Challenge wird. Wir können auf jeden Fall, oh Gott, nur Schaden machen mit unseren ganzen Fliegen. Die roten machen natürlich mehr Schaden als die blauen. Und ja, mehr gibt es eigentlich dazu nicht zu sagen. Okay, schauen wir auf jeden Fall mal, wie wir damit zurechtkommen. Dieses goldene Häuschen da können wir zum Beispiel schon mal nicht aufsprengen. Aber okay. Und wie das zweite geht hier mit Isaac, ich habe ja nachgefragt in der gestrigen Folge und das wird jetzt so ablaufen, dass ich noch die Challenges, die ich freigeschalten habe, machen werde. Eventuell werde ich auch offscreen die anderen Challenges noch irgendwie freispielen. Und dementsprechend werde ich dann halt noch ein paar Challenges machen in dieser Mod und dann wieder zum normalen Isaac erstmal zurückgehen, zum Vanille-Isaac. Weil sich da jemand gewünscht hatte, dass ich da ein paar Tipps gebe. Und das kann man am besten dem normalen Isaac und ja. Genau. Und danach habe ich mir dann überlegt, dass ich irgendwie solche Custom-Challenges mache, wo ihr dann Challenges vorschlagen könnt und dann, also mit welchen Items ich starten soll, etc. Und dann könnte ich die spielen. Das ist bestimmt auch ganz witzig. Das haben sich sowieso schon öfters Leute gewünscht. Dass ich das noch nicht gemacht habe, wundert mich ehrlich gesagt, aber gut. Uhife, Uhife. Genau, soweit der Plan mit Isaac auf jeden Fall. Und jetzt müssen wir hier erstmal, ohne möglich Schaden zu bekommen. Oh Gott. Das Gute ist, oha, ach, die werden ja auch noch alles ab. Stimmt, wir haben auch noch drei Fliegen, die alles abwehren. Okay, so einen Strahl werden die natürlich nicht ab. Oh nein. Und ich wollte irgendwas sagen, aber ich habe schon wieder vergessen, was es war. Egal, wir kriegen ganz viele blaue Herzen. Und das ist gut so. Ach, wir sind Lazarus, das heißt, wir haben sogar zwei Leben. Ne, wir nicht. Warum haben wir keine zwei Leben? Wir sind Lazarus, hallo? Ah, das ist wahrscheinlich schon unser zweites Leben. Sind wir dann stärker? Die zweite Form von Lazarus war doch stärker, oder nicht? Ach, ich weiß es nicht. Oh, guck mal, da kriegen wir nochmal ein paar Fliegen. Genau, das ist nämlich auch der Vorteil an Lord of the Pit. Wir kriegen die ganzen Fliegen. Stimmt, 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 stimmt. Also alle böswilligen Fliegen in den Räumen, die eigentlich erschienen werden. Hier, der kann auch mal ein paar Fliegen spawnen. Die gehören dann einfach uns. Und deswegen spuckt er wahrscheinlich auch gerade keine Fliegen aus. Weil wir einfach Lord of the Pit sind. Okay. Das ist ja sogar recht nett, würde ich mal behaupten. Und was haben wir hier? Full Health. Ja. Bringt irgendwie nix, wenn man schon volle Leben hatte. Aber gut. Was soll's, ne? Hi, Kackehäufchen. Oh, das wäre cool, wenn man sich irgendwie bei dem neuen... Wie heißt das? DLC? Bei dem neuen DLC? Zu so einem Scheißhaufen verwandeln könnte. Dass man dann irgendwie als Space-Item dieses eine Scheißhaufen hat. Es gibt ja einige Scheißhaufen-Items. Und da kann man bestimmt auch noch einige hinzufügen. Wie zum Beispiel diese Klospülung oder als Space-Item auch noch dieses eine Scheißhaufen, das Blue Baby von Anfang an hat. Oh. Holy Metal nehme ich gerne mit. Und dass man sich dann einfach in irgendeinen Scheißhaufen verwandeln könnte. Das wäre doch mal witzig. Das fände ich cool. Und in eine Spinnform sollte man sich auch noch verwandeln können. Ich mag Verwandlung, ich weiß nicht. Einfach so ein Transformer sein. Hat was. Finde ich cool. So. Und ich frage mich gerade, wie lange wir diese Challenge machen müssen. Ich meine, richtig stark können wir nicht werden. Wir müssen ja mit unseren Items so auskommen, wie wir sie bekommen. Das Einzige, was wir vielleicht machen können, ist Gabi zu werden. Aber sonst kann man die Fliegen noch irgendwie stärker machen. Also die man sowieso schon hat. Die Fliegen, die anderen blauen Fliegen, die man ja so bekommt. Durch zum Beispiel Gabis Head oder sowas. Die werden ja auf jeden Fall... Oh, danke für die ganzen Fliegen. Die werden ja zum Beispiel stärker durch die eigene Stärke. Aber werden diese Fliegen hier auch stärker durch unsere Stärke? Wir haben jetzt gerade nur zwei Stärke. Das ist nämlich gerade mal ein bisschen interessant zu wissen. Hm.
Okay, wir sind auf jeden Fall noch nicht Gabi, aber wir sind na. Oh, doch, wir sind Gabi. Okay, YOLO, wir sind Gabi. Nehmen wir das mit, nehmen wir das mit, nehmen wir das mit. Wir sind Gabi. Einfach drei Gabi-Items. Yay. Drei Gabi-Items in einem. Okay, what the fuck. Tja. Die Schaufel nutzen wir vielleicht, wenn wir irgendwie in einen blöden Raum kommen, wo wir nichts machen können. Dann ist das unsere letzte Hoffnung. Aber wir sind jetzt einfach Gabi. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt, Gabi zu sein. Auf jeden Fall ist der Kopf, den wir dabei haben, ganz schön groß. Au. Und Gabi schreit anscheinend nicht rum. Wir sind also taubstumm. Alles klar. Nee. Wie nennt man das dann, wenn man blind ist und stumm? Blindstumm. Wir sind blindstumm. Aber blindstumm hört sich doof an. Taubstumm klingt cooler. Aber wir sind ja nicht taub. Wir können ja hören. Wir sind. Gibt's dafür nicht irgendein cooleres Wort? Als. See. Ach, keine Ahnung. Weiß ich auch lieber. Ist sowieso nicht wichtig. So. Aber wir haben eben wirklich nicht rumgeschrien. Und wieso sind wir eine Katze mit Flügeln? Oh mein Gott, was geht hier? Was geht hier ab? Was ist hier los? Diese Mod. Auch oh, eine Heldenpille. Finde ich nicht so schlecht. Wollen wir da rein? Wir müssen da eigentlich nicht rein. Ich wüsste auch nicht, wofür. Außer vielleicht für ein Pentagramm. Ah, komm. Wir gehen einfach mal rein. Ah ja, Hure von Babylon, das ist natürlich auch was Schönes. Und ein blaues Herz natürlich auch. Und wir kriegen sowieso nur einen halben Schaden. Hä? Isaac schreit nicht rum. Isaac, was ist los mit dir? Wieso schreist du nicht? Wenn du Schaden bekommst. Wir sind halt echt stumm. Oh nein. Dann müssen unsere Ohren ja richtig gut sein. Deswegen sind unsere Ohren auch richtig groß, weil wir einfach. Wir können weder reden noch sehen. Und deswegen sind jetzt unsere Ohren und unser Tastgefühl einfach der beste, den es gibt. Wie sieht denn die ganze tote Katze? So. Wir hätten natürlich noch in den Shop gehen können, aber pff, wer braucht schon Shops, wenn man Fliegen hat? Okay, das ist ein sehr, sehr lang. Die sind beide richtig lang. Oha. Läuft bei euch. Also ihr wurdet auf jeden Fall gut gefüttert. Das muss man mal so sagen. Bringt euch leider auch nichts. Okay, noch ein bisschen Geschwindigkeit finde ich auch immer. Oha, recht nett. Wieso gibt es hier so viele Items? Egal, nehmen wir mal alles mit. Da ist ein Pentagramm. Ist jetzt halt die Frage. Ob man das wirklich stärker macht. Ob das die Fliegen größer macht oder halt stärker. Wir sind jetzt auf jeden Fall stärker, aber. Pff. Sonst würde ich nämlich noch Sepekt mitnehmen. Aber hier ist auch noch Gumpy. Oder Gimpy. Gimpy, Gumpy, Gumpy. Und das gibt einen auch Herzen, wenn man getroffen wird. Aber das hier könnten wir mitnehmen und würden halt ein Herz. Ach komm, egal. Wir nehmen das mit. So, dafür kriegen wir sogar noch ein blaues Herz. Für das blaue Herz habe ich das jetzt gemacht. Dann hat das wenigstens irgendwas gebracht. Da, aber volle Leben. Und wir haben Hure von Babylon. Das heißt, wir sind nochmal ein bisschen stärker geworden. Jetzt bin ich aber mal gespannt, ob wir wirklich mehr Schaden. Ne, machen wir nicht. Okay, dann hat das nicht wirklich was gebracht. Und ehrlich gesagt, will ich gar nicht in diesem Raum. Komm, wir überspringen die Ebene. Was soll's denn? Keine Lust auf diese fetten Leute da. Nix gegen fette Leute, aber gegen die beiden da hatte ich gerade was. Ah, so, hier, noch ein bisschen Geld. So, nee, nochmal mache ich das nicht. Meine Schaufel ist nämlich noch nicht bereit. Vielleicht machen wir das gleich. Jetzt haben wir natürlich. Oh, ein Item weniger. Ah, er hat nicht rumgeschrien, weil wir den Holy Mantle hatten. Ah, cool. Lazarus kann doch reden. Okay, das ist gut. Das ist gut, Lazarus, dass du doch reden kannst. Ich hatte mir schon Sorgen gemacht. Gut, dann sind unsere Ohren wohl doch nicht mehr so gut. Unsere Ohren sind jetzt auch zu Hörhörnern geworden. Oh Gott. Das ist ja auch interessant. Bei dem Holy Mantle schreien die also nicht rum. Ja klar, kriegt ja auch keinen Schaden, aber trotzdem. Hätte man ja irgendwie audiovisuell irgendwas machen können. Oh Gott, bitte nicht wehtun. Aha. Deswegen haben wir auch keinen Schaden bekommen, als wir aus diesem. Ah, nee, nehmen wir aber nicht mit. Aus dem Stachelraum rausgegangen sind. Ja, es ergibt alles einen Sinn. Das hättet ihr aber auch mal früher sagen können. So. So. Nein, das war der falsche Weg.
Lazarus, warum gehst du über die falschen Wege? So, erstmal die Schuld auf Lazarus schieben. War nicht meine Schuld, war Lazarus schuld. Oh. Okay, wieso schießen die nicht langsamer, obwohl wir der Fliegenlord sind? Müssen die nicht eigentlich langsamer schießen? Egal, was haben wir hier? Judgment, das können wir gleich mal einsetzen. Wir haben sowieso genug Geld. Solange er uns kein Lebensupgrade gibt, ist eigentlich alles okay, aber ich... Spiel kann süchtig machen. Oder machen wir doch mehr Schaden? Ich weiß es nicht. Haben wir gerade unseren Holy Mantle verloren? Nee. Da haben wir ihn aber jetzt verloren. Nice. Oh Gott. Ich hasse diese Stacheln. Und ich muss niesen. Oh Gott. Nee, will nicht. So, wir kriegen wieder ein Lebensupgrade. Das heißt, wir können hier wieder ein Leben liegen lassen. Allerdings sind das keine guten Sachen. Ich weiß halt nicht... Hure von Babylon macht uns auch stärker. Das heißt, wir sollten eigentlich wirklich auf null Leben bleiben. Deswegen nehme ich mal den Brother Bobby mit. Damit wir halt wirklich diese Schnelligkeit dabei haben. Ob wir jetzt wirklich stärker sind durch Hure von Babylon oder nicht, ist ja auch egal. Aber wir haben immerhin diese coolen... Oh. Oh nein. Diese coolen Hörner dann. Das ist ja auch schon mal was Schönes. So. Kurz die rollenden Gederbe alle töten. Kurz töten, habe ich gesagt. Oh Gott. Wir brauchen mehr Fliegen. Was sind das eigentlich für Fliegen? Und wieso sind das 5 Stück? Richtig merkwürdig. Okay, was würden wir dann schießen? Lass das mal ausprobieren. Ah, recht große Tränen sogar. Die Sache ist halt, wenn wir jetzt schnell genug sind, dann können wir auf jeden Fall in den Bosswasch rein. Oh. Und dann ein Item mitnehmen und wenn wir dann... Oh Gott. Wenn wir dann die Schaufel mitnehmen würden, dann könnten wir da auch sofort wieder rausgehen, ohne den Bosswasch halt machen zu müssen. Und hätten einfach ein Item mehr. Von daher... Nehmen wir wohl wie die... mit. Ja. Machen wir einfach mal. Wieso ist diese... so gehört die Fliege uns. Okay. Ich habe hier 2 Trollbomben. Was? Wir sind schon mal... Nach 10 Minuten? Aber wir haben doch nur ein... Wir haben nur eine Ebene übersprungen, oder nicht? Echt? Wir brauchten gerade mal 10 Minuten bis zum Marm? Okay, hier läuft irgendwas falsch. So schnell bin ich eigentlich nie... Oh ja, die Gegner sind schön, die sie gespawnt hat. Allerdings machen wir gerade nicht so viel Schaden. Nicht so viel, wie ich gerne machen würde, auf jeden Fall. Isaac! Ich bin Lazarus, nicht Isaac. Erkennst du mich denn nicht wieder, Mutti? Erkennst du mich denn nicht? Nur weil mein Mund trieft und ich Hörner habe und nichts mehr sehen kann und Blut überschmiert bin, oder wie? Das ist doch ganz normal. Ich bin gerade in so einer Phase, Mami, weißt du? In so einer Phase, wo ich Fliegen sammle und Tollwut habe. Das hat auch jeder mal. Nennt sich Pubertät. Lerne damit klarzukommen, Mutti. Lerne es. Oh, schwarze Herzen. Ich mag schwarze Herzen. Okay, was hätten wir denn hier Schönes? Was hätten wir hier? Hier, da hast du nämlich noch ein... Kackihäufchen-Items. Es gibt nicht richtig viele Kackihäufchen-Items. Also sich in so ein Kackihäufchen zu verwandeln, wäre schon ganz cool. Und ich muss das mitnehmen. Weil Capricorn einfach mein... Oh, unsere Hörner sind jetzt nicht mehr so schön wie vorher. Egal. Ich muss das mitnehmen, weil Capricorn mein Sternzeichen ist. Steinbock. Auch wenn sich Capricorn cooler anhört. Und wir haben unsere Ohren abgegeben. Unsere süßen, süßen Guppy-Ohren haben wir abgegeben. Für komische Hörner. Jetzt sind wir einfach Lucy. Ach nee, Lucy hat ja auch Katzenohren. Kennt jemand von euch Lucy? Wahrscheinlich von Elfenlied. Wer es nicht weiß, ist ein Anime. So. Keine Ahnung, wie ich da jetzt drauf gekommen bin, aber ist ja auch egal. Ist ja auch egal. Haha. Solange wir hier alles töten. Funktioniert aber erstaunlich gut mit den ganzen Fliegen. Gefällt mir. Das gefällt mir sehr gut. Das brauchen wir alles nicht. Au. Oh nee. Unser schönes schwarzes Herz. Und wir haben noch ein ganzes Leben verloren. Du Bastard.
So. Ah, das ist nett. Eine kleine Truhe in der großen Truhe. Sowas habe ich gern. So eine Matroschka-Kur. Kur. Kur ist immer gut. So. Aha. Erstes Trinket kommt ein bisschen spät. Aber immerhin kommt es. Wir nehmen es trotzdem nicht mit. Einfach damit es weiß, dass es nächstes Mal früher kommen soll. So. Hat das jetzt extra nicht in unsere Richtung gespuckt oder spuckt er allgemein? Egal. Hallo, Manfred, na? Wie geht's so? Au, au, ey. Ey, ey, ey. Ich will dich knuddeln, danke. So nett das Angebot auch ist, ich will dich. Da, nimm die Bombe, ich hab genug davon. Willst du noch eine? Da. Hä, du willst noch eine, habe ich gehört. Okay, da, nimm einfach alle Bomben, ich hab genug davon. Aha. Der Knuddeltypi ist wieder da. Oh, der kann Gegner spawnen. Das ist ja auch nett. Vielleicht sollten wir einfach mal mit unseren roten Fliegen ein bisschen angreifen. Denn die machen sehr viel mehr Schaden. Die ganzen Projektile von den Gegnern sollten wir eigentlich gut abfangen können. Mit unseren drei Fliegen, die wir dabei haben. Und ja, das läuft soweit ganz gut. Hätten wir diese drei Fliegen nicht, dann wäre das sogar tatsächlich schwerer. Oh, aber so. Solange nicht irgendein Rotzspeier daherkommt und uns anspuckt, geht das eigentlich recht gut. So, was haben wir hier Schönes? Hier hätten wir The Mark. Wir nehmen dich mit. Denn ich mag Fliegen. Fliegen sind nett. Warum die Challenge jetzt aber Lord of the Wings heißt? Nur Wings. Nur Wings. Lord of the Wings ist was anderes. Weiß ich allerdings auch nicht. Aua, 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 aua. Nicht wehtun. Laser tun weh. Voll fortgeschritten, diese Gegner. Dass sie schon Laserstrahlen machen können. So, ich wüsste gerne, ob das jetzt die letzte Ebene ist oder nicht. Dann könnte ich die nämlich auch wieder überspringen. Theoretisch. Ich meine, auf Items sind wir sowieso nicht angewiesen. Und wir sollten vielleicht mal ein bisschen schießen, damit wir wenigstens immer eine Fliege bekommen. Wenn wir schon den Duke of Lies haben. Nein. Nein, Pin, aus. So süß du auch guckst, ich möchte nicht von dir getroffen werden. Nein. Hatten wir nicht mal drei rote Fliegen? Zu Anfang? Ich glaube, wir haben eine rote Fliege verloren, oder? Nein. Rip, Wetfly. Rip einfach nur. Ah, hier ist auch wieder falsch. Nee. Kein Problem für uns. Als Fliegenlord ist das ein Klacks. Oder auch nicht. Wieso stirbt er nicht? Temperance. Okay, wenn wir dann irgendwann mal wieder ein Lebensupgrade bekommen sollten und trotzdem unsere Hure von Babylon haben wollen, den können wir das gerne mal einsetzen. Ich glaube allerdings... Ich kann heute nicht mehr reden. Ich glaube allerdings nicht, dass wir noch ein Lebensupgrade bekommen, wenn ich ehrlich bin. Aber für den Fall der Fälle oder wenn wir irgendwann mal Geld brauchen, obwohl wir schon 50 Geld haben... Können wir, ach Gott, das einfach einsetzen? Okay, irgendwie habe ich keine Lust, gegen dich zu kämpfen. Tut mir leid. Ich gehe dann mal. Ich hoffe, das ist der richtige Weg. Da ist mein Holy Mantle wieder weg. Oh Gott. Au. Mann. Kommt der Vogel eigentlich raus, wenn ich einmal getroffen werde, obwohl der Holy Mantle noch da ist? Oder kommt er wirklich erst raus, wenn ich Schaden bekomme? Das müssen wir gleich mal beobachten. Das wüsste ich nämlich auch mal gerne. So, jetzt hier. Haben wir ihn bekommen? Nö. Okay, der Vogel kommt also auch erst raus, wenn wir einmal Schaden bekommen haben. Der kommt erst raus, wenn man Schaden bekommen hat. Was ein Drecksvogel. Davor denkt er sich noch, ja, ja, der kommt alleine klar. Ich brauche ihm doch nicht helfen. Nein, nein, nein. Der füttert mich zwar jeden Tag, aber ach, der braucht meine Hilfe nicht. Au, hä? Ach, die weiße Fliege. Oh, nee, weiße Fliege. Ich werde richtig auch von weißen Fliegen getroffen. Das ist voll lächerlich. So. Besser lächerlich als... Keine Ahnung. So. Ah, immer dieser dritte noch dazu. Aber der hält gerade so schön die Dinger auf. Muss ich den wirklich töten? Ah, Mann, Mann. Zwing mich nicht dazu, Atlas. Zwing mich nicht. Oh, Mann, der hat mich dazu gezwungen. Au. Ja gut, so ein Laser geht natürlich durch unsere schöne Barriere durch.
Die Projektile von dem allerdings nicht. Oh nein, Vogel, du darfst nicht so durch ausrasten. Okay, Schapp ist anscheinend auch blind. Ich hoffe, wir müssen nicht noch weitergehen. Oh Gott. Jo, okay, nee, ich hoffe wirklich, wir müssen nicht weitergehen. Ich hoffe, das ist jetzt der letzte Boss. Denn... Oh, danke. Könnte ein bisschen blöd werden. Warum auch immer ich hier immer wieder reingucke. Oh, guck mal, da noch ein Gabi-Item. Nehmen wir mit. Haha, ich habe ein paar Fliegen, aber wir beenden hier. Wir haben die Rune of Pertro freigeschalten. Bringt uns zwar nichts, aber egal. Obwohl, doch, bringt uns eigentlich doch was, weil wir können ja im normalen Isaac auch hier weiterspielen, auf diesem Spielstand. Und ja, das war die Wings Challenge. Die Ringe Challenge. Wir waren zwar kein Ring, aber wir haben einen Ring aus Fliegen gebildet. Immerhin. Morgen Suicide, oha. Suicide klingt nicht nett, aber da ist nur diese Strick daneben. Von daher erwarte ich mal nicht so viel. Aber Kitty, auf Kitty freue ich mich, auf Kitty freue ich mich. Und wie gesagt, ich werde dann einfach mal gucken, ob ich die 4 Challenges, die hier noch fehlen, irgendwie offscreen mache, dass wir die auch noch spielen können, oder ob ich das nicht mache. Vielleicht bin ich zu faul dazu, wahrscheinlich bin ich zu faul dazu. Aber werden wir sehen. Dann bedanke mich auf jeden Fall erstmal wieder recht herzlich fürs Zuschauen, liebe Leute. Ich fahre jetzt noch ein bisschen die Minecraft Desperado. Und dann bis zum nächsten Mal. Und tschüss.